Ein guter Lack ist eine gute Schutzschicht. Die lackierte Oberfläche muss Hitze abkönnen, sie muss Kälte abkönnen, sie muss Chemikalien abkönnen. All das sind die Herausforderungen, denen wir uns hier täglich in der Entwicklung stellen. Mein Name ist Hanno Baumann und ich bin Geschäftsführer der Planta Gruppe. Wir produzieren Lacke, die hinterher auf Produkte gehen, die in Gebäuden Verwendung finden. Das sind auf der einen Seite klassische Möbellacke, die auf Holz oder Furnier lackiert werden. Auf der anderen Seite machen wir ein umfangreiches Programm für Dekorfolien. Unsere Lacke findet man auf allen möglichen Produkten, die in deutschen Möbelhäusern verkauft werden. Und dann machen wir eben den gesamten Bereich Handwerkerlacke, wo wir Handwerker, Tischler, Schreiner in ganz Deutschland beliefern. Mein Name ist Vivian Schröder. Ich bin Teil des Laborteams der Planta-Gruppe. Hier im Entwicklungslabor werden die kundenspezifischen Anforderungen berücksichtigt. Dementsprechend sind wir hier im Labor dafür zuständig, zu forschen und zu entwickeln. Bei uns steht ganz klar immer im Vordergrund Flexibilität, Schnelligkeit. Wir versuchen, unsere Prozesse so zu organisieren, dass wir eben möglichst schnell auf Marktanforderungen reagieren, sowohl in der Entwicklung als auch im technischen Service, aber eben auch in der Produktion, sodass wir just in time sehr schnell ganz kleine und auch große Mengen Lack weltweit produzieren können. Mein Name ist Kerstin Dekumin und ich arbeite hier im Produktmanagement. Wir sind hier in unserem Testlabor und wir testen hier alle unsere Oberflächen, bevor sie zum Kunden gehen, damit wir die Qualität, die unsere Lacke haben, auch den Anforderungen unseres Kunden entsprechen. Mein Name ist Carsten Wittek, ich bin hier Prokurist. Die Herausforderung, einen sehr guten Lack herzustellen, liegt natürlich darin, dass man dem Kunden zuhört. Und unsere Kunden genießen das bei uns im Technikum, die Flächen zu sehen, die wir denen vorstellen, Ideen einzubringen, wie man diese Flächen noch verschönern kann, optimieren kann. Da haben wir dann die Möglichkeit, schnell in die Labore zu gehen und schnell was zu entwickeln, schnell was zu optimieren und das unter Produktionsbedingungen auch vorzuführen, dass es funktioniert und denen zu zeigen, was dann dabei rauskommt. Und da sind die hellauf begeistert. Die kommen sehr, sehr, sehr gerne zu uns nach Detmold ins Technikum und genießen es, innovative Ideen von uns präsentiert zu bekommen. Das Unternehmen Plantag macht aus, dass wir als mittelständisches Familienunternehmen weltweit sehr flexibel agieren können, dass wir mit erfahrenen Mitarbeitern, gemischt mit jungen Mitarbeitern, die neue Ideen gebracht haben, hier Lacke entwickeln für die Anforderungen des einzelnen Kunden für ganz unterschiedliche Bereiche.